Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kügelchen und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Ja, es ist Montag, ich war einkaufen und ich war im Edeka und im Netto. Edeka war so eigentlich gar nicht geplant. Wenn ich es gekauft hätte, hätte ich euch verheimlicht. Mein Scherz, hätte sich wahrscheinlich nicht gelohnt zu zeigen. Der ist ein bisschen mehr eingewandert, weil ich beim Rumlaufen, ich hatte wieder Adleraugen, ne? Ich habe das direkt gesehen, dieses rote Schild. Zeige ich euch gleich. Und beim Netto, wie gesagt, da habe ich den Rest gekauft. Genau, hier ist mein Wochenplan. Und was es diese Woche denn Leckeres zu essen gibt, sage ich euch jetzt natürlich. Ich habe ein Gericht aus letzter Woche mitgeschleppt. Rein theoretisch habe ich ja zwei Gerichte übrig. Die werden auch diese Woche verkocht. Gestern war dann ein Mann so freundlich und hat uns zur goldenen Möwe, also zum McDonald's eingeladen. Ich war nämlich so richtig am A-Punkt. Ich habe am Samstag sehr viel im Garten getan. Mir tut alles weh, ne? Rücken, Beine, Arme, alles. Ich kann nicht mehr. Ich habe Muskelkater überall, ja? Überall. Also da gibt es keine Stelle, wo ich keinen Muskelkater habe. Ich habe wirklich viel geschöpft und wir haben auch jetzt neue Pläne gemacht für den Garten. Da kommt noch so einiges auf unsere Schöpperei dieses Jahr dazu. Aber darauf freuen wir uns und wir hoffen, dass es so wird, wie es in meinem Köpfchen aussieht. Ist ja immer so eine Sache, ne? So, ich lese es euch jetzt vor, damit es kein viel Gequatsche gibt. Ich zurück zu meiner Wäsche komme, kurz durch die Küche fliegen kann und dann aufs Sofa zurück. Da fühle ich mich nämlich gerade am wohlsten. Und es regnet draußen, also wo ist man denn besser aufgehoben? Wie auf dem heimischen Sofa. So, heute am Montag soll es geben die Gemüsereispfanne, die es letzte Woche hätte geben sollen. Die habe ich wirklich lange vor mich hergeschoben oder vor mir hergeschoben, ist egal. Gibt es dann heute. Morgen am Dienstag soll es geben Rostbratwürstchen mit Püree, Sauerkraut und wer Sauerkraut nicht mag, also ne, 4 von 5. Wir kriegen Buttergemüse. Mittwoch gibt es dann Pizza. Am Donnerstag Paprikasahnehähnchen und Nudeln. Am Freitag, der Mann wünscht sich schon ewig, Bratkartoffeln. Soll er mal nochmal kriegen. Kotelett und Spiegelei. Kotelett habe ich jetzt keins gekriegt. Ich habe am Edeka geschaut, da war auch nichts wirklich im Angebot auch. Ne? Das Kotelett beim Netto sah nicht so hübsch aus. Das war sehr fett durchzogen und das mag mein Mann überhaupt nicht. Ich muss ja am Donnerstag den Wochenendeinkauf noch machen und da bin ich ja dann, hoffe mal, dass das Kind nicht krank wird, komme ich in den Rewe und da wollte ich mal an die Fleischtheke gehen. So, Samen und ein Spiegelei dabei, also Bratkartoffeln, Kotelett und Spiegelei. Und am Samstag habe ich hier draufstehen Nudelbolognese und Salat. Da habe ich das Hackfleisch auf Eis liegen, den Salat kaufe ich dann Donnerstag frisch. Und am Sonntag habe ich hier stehen Schweinebraten, Knödel, Rotkohl. Genau, den Schweinebraten habe ich auch noch auf Eis liegen. Deswegen war der Kauf auch nicht nötig. So, ich bin zum Edeka, weil ich eigentlich... Ich räume hier schon mein gestapeltes Geschirr ab. So, nochmal. Ich war im Edeka und wollte eigentlich nur hier so zwei, drei Döschen kaufen. Das kriegt die Annalena ja als warmes Mittagessen mit in die Schule. Die hatten wir aber nicht mehr. Ich musste heute schon die Brotdose ein bisschen mehr packen, damit sie über Mittag kommt, weil die kommt ja auch erst um 4 Uhr aus der Schule. Und jetzt hat sie aber genug Essen für heute dabei. Musste ich haben. Habe ich gekauft. Kam mit 2x Tomate. Dann kam 1x Brokkoli mit. 1x Käsesahne. Und 2x für mich zum Mittag schnell diese Veggie-Nudeln, asiatische. Genau, das war der Grund, weswegen ich in den Edeka bin. Angelächelt, und da bin ich direkt ein Opfer geworden, haben mich direkt am Eingang gesponsert, die Obst-Gemüseabteilung. Die haben geschrien, Katja, kauf mich. Du weißt zwar nicht, wie viel ich koste, weil kein Schild dran hängt, aber nimm mich mit. Habe ich 2x Erdbeeren mitgenommen und jetzt möchte ich wirklich gerne wissen, was die gekostet haben. 2,49 Euro. Kann man mit leben. Es sind 400 Gramm drin. So, nachdem ich dann die Erdbeeren drin hatte, bin ich so Richtung Kühlung gegangen und dann hat mich das rote Schild so bing. Hallo, hier drüben.
Milch ist im Angebot. Genau, deswegen kam dreimal die White Chocolate, die weiße Schokolade mit. Dann kam einmal der Shake Vanille. Einmal Shake Banane. Einmal Shake Schokolade. Und einmal Shake Erdbeer. Genau. So, in der Obst-Gemüseabteilung, die haben mich nicht angelächelt, aber ich habe für die Bratkartoffeln mehlig kochende Kartoffeln gesucht. Ein ganzes Netz ist aber zu viel. Das kriegen wir gar nicht aufgegessen in einem Schwung. Und wir mögen sonst eher so die mehlig kochenden. Genau, ich brauchte jetzt festkochende für die Bratkartoffeln, aber bei den mehlig kochenden, da weiß ich nicht, da kann ich auch Kartoffelbrei in die Pfanne reinschmeißen mit Zwiebeln und Gewürzen. Deswegen habe ich hier lose, festkochende Kartoffeln gekauft. Und ich glaube, wie viel ist es? Da steht doch drauf, ich depp. 1,2 Kilo. Genau, das reicht für die Bratkartoffeln und ich hoffe, das schmeckt. Zu guter Letzt habe ich noch am Gewürzregal gestanden, weil mir in Zukunft nämlich ein Gewürz leer geht und ich wollte gucken, ob die das da noch haben. Dann habe ich aber hier von Ostmann das Bratkartoffelgewürz gefunden und habe es mitgenommen. Hatten wir schon mal, schmeckt richtig gut und dann brauche ich nicht überlegen, was für Gewürze ich da reinmache und das Mischungsverhältnis. Habe ich da in einem Schwung, deswegen habe ich es jetzt mitgenommen. Richtig. So, das war's vom Edeka. Ich schwenke rüber zu Netto. Ach Gott, wenn man alt wird, dann ist das echt nicht mehr so lustig. Beim Netto kam mit ein 6er-Pack Cola für meinen Mann. Der war nämlich jetzt leer gefahren. Und ein 6er-Pack Cola Zero für mich. Die Cola Zero diese Woche im Angebot für weniger. Blende ich euch ein. Habe ich erstmal ein Sixpack mitgenommen. Ich habe noch zwei Sixpacks da. Ich denke mal, ich werde zum Ende der Woche nochmal dahin fahren und mir dann auch wieder was auf Vorrat für holen. So, dann haben wir hier im, das war im Aktionsregal, genau, Schupfnudeln. Die werden heute Abend benötigt, weil es mag nicht jeder Reis, weil zu dieser Gemüsepfanne gibt es Reis. Deswegen gibt es Schupfnudeln dazu, zusätzlich. Und man könnte die Reste, die dann übrig bleiben, nö, brauche ich gar nicht. Werden heute verbraten. Vielleicht gibt es ja weniger Reis und dafür mehr Schupfnudeln. So machen wir es. Genau. Dann kam mit statt Röstbratwürstchen die richtigen Bratwürstchen mit. Eine Ration 30% reduziert. Haltbar bis morgen. Gibt es morgen, also brauche ich die gar nicht mehr einfrieren. Sehr gut. So, dann kam natürlich mit, ich habe sie diesmal nicht vergessen, Knödel. Einmal Kartoffel und einmal Semmelknödel. Dann kam mit einmal das Buttergemüse. Zweimal habe ich mitgenommen die normale Kuhmilch, 1,5%. Dann kam Nougatbits mit, die sind nämlich auch heute Morgen leer gegangen. Und zweimal kam mit, diesmal Hafermandeldrink. Genau, Haferdrink haben wir nämlich nur noch, eine ist heute Morgen angebrochen und zwei haben wir noch da. Deswegen habe ich schon mal zwei neue mitgebracht, bis dass ich zum DM fahre und da einen neuen Karton hole. Ist es nicht mehr lang. Erste Tasche ist leer, ich hole die zweite. Vom Bäcker habe ich ein Milchbrötchen, das werde ich gleich essen, für 1,30 Euro meine ich war es. Dann habe ich die angelacht für ja, nachmittags zwischendurch mal Mini-Donuts von Milka. Die waren schon 30% reduziert. Die sind auch bis morgen. Werden wir uns gönnen. Im Angebot war Spaghetti-Erdbeertorte von Koppenrad und Wiese. Da sind diese kleinen Kuchen im Angebot. Plus, dass ihr zusätzlich einen App-Coupon habt, wo ihr nochmal 1 Euro abgezogen bekommt. Also statt 3,99 habe ich jetzt nur 2,99 Euro bezahlt. Die ist richtig cool. Da freue ich mich nächste Woche Sonntag drauf. Wir haben noch eine Erdbeerrolle im in der Tiefkühlung. Und ja, das wird auf jeden Fall für uns reichen. Dann habe ich hier zwei Gurken mitgebracht. Viermal ist mir nämlich gestern ausgegangen. Ich habe gestern Morgen Kuchen gebacken und dann nachmittags noch Sahne geschlagen. Und beim Sahneschlagen fiel mir ein, Mist, mindestens ein Pöttchen Sahne hast du fürs Essen gebraucht.
Was? Sorry, Mann. Ich kann jetzt nicht mehr kochen. Deswegen hat er uns eingeladen. Hier ist neue, viermal neue Kochsahne. Es kam eine Paprika mit. Ich habe letzte Woche ja eine rote und eine gelbe gekauft. Die gelbe ist noch komplett. Die rote ist nicht mehr komplett, aber ich brauche auf jeden Fall eine ganze für die Gemüse-Reispfanne. Deswegen habe ich eine neue gekauft. Dann habe ich schon mal was fürs Osterkörbchen mitgebracht. Diese Woche beim Netto-Angebot sind die Kinderhasen. Habe ich vier Stück mitgebracht. Ich muss vier Osterkörbchen machen und deswegen vier Stück. Wo wir gerade beim Süßigkeiten sind, das musste natürlich auch mit. Mein Vorrat war jetzt nämlich noch nicht ganz leer, aber fast. Einmal Kinder Country und einmal Kinderriegel. Dann habe ich einmal Spaghetti mitgenommen. Eine kleine Dose Sauerkraut, die ist für den Mann alleine. Ich esse vielleicht ein bisschen davon. Ich esse es, aber es muss nicht zwingend sein. Dann kam einmal mit neue Lieblingsfleischwurst, die ist nämlich jetzt leer. Die Annalena war froh, dass noch Schnitzel übrig waren für ein Schnitzelbrötchen. Einmal Freilandhaltungseier. Eine, wirklich nur eine Packung Schokocroissants. Dann hatten sie wieder da Mini-Paprika-Mix von Tabaluga. Hier sind diese kleinen. Perfekt für die Brotdose und auch mal so zwischendurch zum Snacken. Dann habe ich noch mitgenommen und dann sind wir auch am Ende. Einmal Traubengrün, aber das eine, das ich so gleich rauspacke. Und einmal Traubenrot. Genau, das war's. Ach, hier ist noch ein Cent. Ich habe Geld gefunden. Fertig. Richtig. Was habe ich bezahlt? Trommelwirbel. Beim Edeka habe ich bezahlt 26,91 Euro. War halt nicht geplant, ne? Ich wollte nur vier Snackdosen kaufen und die für euch verbergen. Und beim Netto habe ich bezahlt 60,69 Euro. Yay! Da habe ich gedacht, der 1 Euro Rabatt war auf Koppenrattenwiese. Freue ich mich. Habe ich mich nicht drauf. Ich habe gedacht, es wären die großen Koppenrattenwiese-Torten. Aber egal. So, ich räume das jetzt weg, richte schnell meine Küche, hänge die Wäsche zu Ende auf, lass die letzte Wäsche, läuft gerade durch. Dann habe ich drei Maschinen Wäsche heute gemacht. Wäschestau ist damit beseitigt und dann geht aufs Sofa. In dem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns am Wochenende zum Hoch die Hände Wochenende Food Haul und macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.